Bei dieser Stammfunktion erkennen wir sofort, dass die Ableitung von Sinus x, das heißt Cosinus x, da hinten multipliziert. Also dürfen wir sofort diese Substitutionsformel hier einsetzen. Der Funktionsteil, hier Sinus x, dessen Ableitung da hinten multipliziert, diesen Funktionsteil nennen wir u. U ist also Sinus von x. Die Ableitung von u gegenüber der Variablen x, die man so schreiben darf, ist also Cosinus von x. Der Vorteil, wenn man eine Ableitung in dieser Form schreibt, ist, wir können diesen Bruch behandeln wie einen ganz gewöhnlichen Bruch und dürfen dieses dx, das links vom Ist-Zeichen teilt, rechts rübersetzen, wo es multiplizieren wird. Wenn wir also u gleich Sin x stellen, dann muss du cos x dx sein. Jetzt nehmen wir die Substitution hier vor und haben Stammfunktion von Sinus x im Quadrat, Sinus x ist aber u, also wird das hier zu u Quadrat, und dieses Paket cos x dx, also im Paket genommen, das ist genau du. Also müssen wir nur noch diese Stammfunktion berechnen, die selbstverständlich u hoch 3 Drittel ergibt. Und sobald man die Stammfunktion gefunden hat, ersetzt man das u durch das, was es ist, als Funktion von x. Wir ersetzen also hier das u durch Sinus von x und haben die gesuchte Stammfunktion somit bestimmen können. Diese Formel ist wirklich sehr, sehr praktisch.